My jacket ain't what it used to be. Check it. Bei den zweiten grünen Sommergesprächen im Museumsquartier wird heute über den Vormarsch des Rechtspopulismus diskutiert. Warum feiern Strache und Co. immer wieder Erfolge bei den Wählern? Thomas Rottenberg vom Standard diskutiert mit Jörg Flecker, der als Mitherausgeber des Buches Die populistische Lücke interessante Antworten auf diese Frage geben kann. Außerdem auf dem Podium Brigitte Beiler-Galander vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und David Ellensohn, Stadtrat der Grünen in Wien. Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich hier im Museumsquartier beim zweiten grünen Sommergespräch dieses Sommers begrüßen. Zwei Dinge möchte ich vorausschicken. Erstens, das Wetter wird halten. Ich erlebe die Freiheitlichen im Wiener Landtag zum Beispiel nicht als stark, sondern als ängstlich. Die fürchten sich den ganzen Tag. Die fürchten sich, wenn sie ein siebenjähriges Mädchen hören, das Türkisch spricht. Die fürchten sich, wenn irgendwo am Markt eine Frau ein Kopftuch trägt. Also man braucht ja nicht glauben, wenn eine solche Partei keinen Erfolg mehr hat, dass diese Einstellungsmuster, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, angstbesetztes Verhalten, da haben Sie völlig recht mit der Angst, dann weg wäre, sondern es verschwindet nur unterhalb eines sichtbaren Level, aber es bleibt nicht weniger gefährlich und es bleibt abrufbar. Natürlich ist das Potenzial da, das wissen wir und das ist traurig, das ist skandalös, aber man muss sich ja auch fragen, warum ist das Potenzial immer noch da? Man muss sich fragen, was ist da schiefgegangen in der Bildungspolitik, warum erneuert sich das Potenzial immer? Na, ich fürchte mich erstens einmal gar nicht vor der FPÖ, das, was man tatsächlich angreifen muss, und das stimmt, weil das könnten Probleme für die Demokratie und viele andere werden, davor, dass dieses laute Herumschreien noch einen Erfolg hat. Über die Frau Rudasch kann man jetzt vieles sagen, aber man kann sicherlich nicht unterstellen, dass sie eine gewisse Nähe zu rechten Wählerschichten hat. Also da gibt es, finde ich, dann schon einen gewissen Grundkonsens, einen antifaschistischen Grundkonsens. Natürlich gibt es dort einzelne Leute in den zwei größeren Volksparteien, wenn man sie noch so nennen mag, die sicher in einen antifaschistischen Grundkonsens hineinpassen. Aber als Gesamtparteien muss man beiden Vorwürfe machen, dass sie das eben nicht leben. Die NFZ, das Parteiorgan der Freiheitlichen, eine Zeitung, erscheint mit Inseraten. Da sind nicht viele Inserate drin, weil die meisten Firmen wollen die FPÖ nicht angreifen. Aber wer dort immer inseriert und auch in der aktuellen Ausgabe eine ganze Seite schaut, ist die Stadt Wien. Ohne Not. Was macht ein HC Strache richtig, was in zivilisierten Parteien nicht möglich wäre? Ich erlebe Diskothekeneröffnungen, wo der einmarschiert und zwar ohne Inszenierung, es bildet sich ein Cordon, er bekommt Standing Ovations. Und wir müssen uns dann immer vor allem als Grüne jetzt anhören, zu verkopft und zu intellektuell und ihr müsst die Sprache des Volkes und überhaupt. Ja, das hören wir schon hin und wieder und das mag zu einem kleinen Teil stimmen, aber wenn man glaubt, dass man die Rechtsradikalen und Antisemiten dadurch besiegt, dass die Grünen eine einfache Sprache reden, wenn das so leicht wäre, hätte man es schon gemacht. Das Problem ist, dass es auf sehr vielschichtige Probleme keine einfachen Lösungen gibt. Was war mit ein Aspekt beim Aufstieg der FPÖ in den 80er, 90er Jahren war ja, dass gesagt wurde von Regierungsseite, Leute, hört's nicht auf die, das sind Nazis, aber nicht bereit war, auf die Probleme, die die FPÖ zu Recht angesprochen hat, einzugehen. Bei den Grünen wäre das etwa Probleme, die die Immigration, die Einwanderung tatsächlich verursacht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es keinen Sinn hat, bei diesem Wetter weiter zu diskutieren. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt noch sitzen geblieben sind, für das Durchhaltevermögen.